Natürlich darf auch die weibliche Komponente nicht fehlen. Somit wird nun Fabian eine Schülerin befragen. Meine lieben Damen und Herren, gesagt, getan. Wir haben es versprochen, einen neuen Probanden bzw. eine Probandin. Hier bietet es sich nahezu an. Auf dem Silbertablett serviert die fachkompetente Antwort auf die fachkompetente Frage. Was ist Abseits? Okay, also man nimmt ab, hier ist Tor. Dann bekommt ein Angreifer einen Pass bekommen von hier. Also hierher. Und der Gegner steht hier. Das bedeutet, er ist im Abseits. Weil diese Person, wenn es nicht im Abseits wäre, müsste sie hier stehen. Aber er ist im Abseits, weil er davor gestanden ist. Das ist Abseits. Gute Sicherlich Abseits, Abseits. Abseits ist, wenn der Schiri pfeift und dann ist es Abseits. Da passt die Maul, dann ist es einfach rum. Danke. Ja. Meine lieben Damen und Herren, Sie sehen es sicherlich selber. Die einzigsten, die sich hier im Abseits befinden, sind die Beamten von der PISA-Studie. Soeben hat uns eine Nachricht des Wirtschaftsinstituts erreicht. Im Zuge der Globalisierung hat uns nun die befürchtete Rezession der Weltwirtschaft auch auf der Schwäbischen Alb erreicht. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Folgen, wie erwartet, einer Katastrophe gleichen. Der DAX fällt rapide. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Das war LA Exklusiv. Im Anschluss kommt Frau Bucher mit dem Wetter. Vielen Dank, Frau Senzinger. Und nun, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen bei Wetter. Nach herrlichem Sonnenschein und klarer Sicht erreicht uns nun der Baumwissen aus dem Tief. Eine schlechte Notenfront zieht auf und der Punktering setzt komplett aus. Dieser Zustand, meine lieben Zuschauer, ist auch noch die nächste Schuljahre so. Aber nicht verzagen, den Kopf nicht hängen lassen, abwarten, Tee trinken und hoffen, dass die besseren Zeiten eintreffen, solange es noch nicht zu spät ist. In diesem Sinne, auch die erfahrenen Schüler wissen schon längst, das ist nicht nur bei der Schule so, sondern auch hier im Wetterstudio. Bis dann, machen Sie es gut. Bis morgen. Kalte, schattige Räume, kahle Betonbauten und der Schulhof. Das ist der Lebensraum der Lehrer. Meist ist er ein scheuer Einzelgänger. Nun wollen wir das Leben dieser besonderen Art etwas näher beleuchten. Der ständige Kampf um die Position des Alpha-Männchens gehört zum Alltag des Lehrers. Immer wieder lehnen sich die Jungtiere auf. Das Grundnahrungsmittel des Lehrers, Kaffee, ist hart umkämpft und spielt bei Rivalitäten eine nicht unbedeutende Rolle. Noch kann das Alpha-Männchen seine Position behaupten. Doch dies bleibt nicht ewig so. Bald wird er die Rudelführung an die jüngere Generation abgeben müssen. Doch der Lebensraum des Lehrers ist tückisch. Unser unerschrockener Dokumentarfilmer Fabian Irwin hat es geschafft, ein Rudel Schüler aufzuspüren. Verdeckt pirscht er sich an sie heran. Vorsicht ist geboten, denn der Schüler ist, abgesehen vom Störfeinder, der einzig natürliche Feind des Lehrers. Der Gefahr stets bewusst, versucht er nun, Kontakt zu einem der fast adulten Männchen aufzubauen. Es hat ihn bemerkt. Nun ist es Zeit, sich zurückzuziehen und die Beobachtung der Lehrer fortzusetzen. Muss ich den Lehrern ganz vorsichtig nennen. Sie sind sehr schreckhafte Kreaturen. Um mit ihnen kommunizieren zu können und um ihr Vertrauen zu gewinnen, muss man ihre Laute perfekt imitieren können. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich habe das in 13 Jahren lange harte Arbeit erlernt und bin ein Profi. Kaffee? Ja, gerne. Unglücklicherweise hat sich der Lebensraum der verschiedenen Lehrergattungen auf nur sehr wenige Reservate, auch bekannt als Lehrerzimmer, reduziert. Experten prognostizieren einen drastischen Rückgang der Lehrerpopulation aufgrund der steigenden Kaffeepreise in den nächsten Jahren. Oh,
Herr Dr. Cox, wissen Sie, was mir gestern wieder... Eigentlich habe ich nie gesagt, dass ich eine furchtbar grauenhaft langweilige Geschichte hören würde. Willst du mir also etwa mitteilen, dass du ein Problem hast, das zu 100% dein Problem ist, das jetzt aber ganz zu meinem Problem machen würdest? Weißt du, was für ein Problem ich damit habe? Es ist nicht mein Problem. Also hör gut zu, Flachzange. Tag! JD! Tag! JD! Was geht ab, Bruder? Alles klar, Schokobär? Oh, 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 oh! Hey, Ted, was ist da los? Oh, er hat seine Schulden zu spät abgegeben. Deshalb muss er jetzt CD-Gestütze machen. Deshalb habe ich auch immer einen Stapel Schulden dabei, dass ich das nicht machen musste. Mein Arzt hat gesagt, ich habe Blasenschwäche. Was soll das um diese Uhrzeit nicht tun? Wow, so kriegst du nicht alle leer, so. Was ist die größte Tugend, die ein Mensch haben kann? Sir, Gehorsam, Sir! Heute gibt es rohes Steak, in Kreatin geröstet, an eine Eiweißsoße. Bist du wieder da? Ja, klar! Warum spiele ich eigentlich immer nur die Nebenrolle in meinen Tagträumen?